mein neues ins Craften. Das ist das Haus. Vorhin sind die anderen beiden gerade noch auf dem Klo. Und ich bin hier alleine. Ich hasse es, Phasmophobia alleine zu spielen. Da ist der Knochen wieder. Blöd oder fehlt einfach den Stromkasten nicht? Ja, kann einer vielleicht angucken. Teamwork! Ja, nee, ist ja. Bist du hier? Hallo, gib mir ein Zeichen. Pupsloch, melde dich. Ja, hier. Ich höre. Sehr schön. Zirkel im Keller. Okay. Knochen wieder im Bad. Und der Typ ist oben im Flur, so wie es ausschaut. So, ich bin da. Sehr schön. Zirkel ist im Keller. Strom habe ich nicht gefunden. Strom ist in der Garage. Knochen ist wieder im Bad in der Küche. Und der Typ ist oben im Flur. Und wir brauchen noch einen Cookie. So, Strom ist an. Der Geist ist wo? Oben im Flur. Knochen habe ich. Da bei dieser Schranktür, die hat er geöffnet. Natürlich keine Taschenlampe mitgenommen. EMF hatte ich höchstens ein Zweier. Okay. Temperatur könnte noch ins Minus gehen. Ja. Was? Punkte, hä? Na los, mach Minus, du Arschloch. Das war's gerade bei 0,1. Hm.
Verfluchten Gegenstand hast du schon gefunden, Kalle? Ja, der Zirkel, der ist unten im Keller. Habe ich auch schon fotografiert. Das ist ein Zirkel. Seht aber weder DOS noch Orbs. Er macht die ganze Zeit Türen auf, ich weiß nicht wo. Bring noch mal eine zweite Kern rein. Für den vorderen Bereich. Fünfer? Weiß nicht, ist das ein Fünfer? Ich weiß nicht, wo du das hingelegt hast. Nee, Dreier. Darf ich eben kurz, Rudi? Ja, gut, ich geh kurz, so. Das will auch ja einfach nicht ins Minus gehen. Wir haben Buch. Oh. Gerade als du gegangen bist. Okay. Ja. Bist du hier? Ist jemand hier? Wo bist du? Ich esse hier. Hast du Pizza? Ich will gerne Pizza haben. Bist du hier? Ja, der ist hier. Oh, wir hatten also Box. Ja. Und schon wieder eine Tür. Ist eine Mare. Jupp, okay. Was hast du noch? Oh. So, wir brauchen aber noch einen Cookie. Ja, warte eben kurz. Ich komme erst mal raus, um einzuloggen. Wir haben Gasorb und Box. Ein Buch. So, dann lass mal den Cookies sammeln. Ja. Ach ja, stimmt ja. Neue Spielmechanik. Die Kerzen gehen bei Regen jetzt realistisch aus. Oh. Dann musst du die Kerze so tragen, dass sie nicht von den Tropfen getroffen wird. Weißt du, wo ich glaube, wo der Cookie ist? Hm? Hundertprozentig. Bei Nico. Ja, hier ist es. Sehr schön. Jetzt nur die Frage, wo hattest du Geisterbox? Im Flur. Da, wo die Kerze steht? Nein. Wo ist sie? Aber die Kerze anders, ne? Ja. Jetzt ist die Kerze ausgeladen worden. Hat sogar gezählt, dann ist der da, dann bringe ich da die Kekse hin. Mitten im Flur, ne? Da, wo die Dots meist so ungefähr stehen. So. So, jetzt müssen wir noch warten, ne? Ja. Haben wir noch diesen Scheiß Sanity-Scheiß, oder? Ich gehe da ganz bestimmt nicht nochmal rein. Ja, jetzt ist gerade wenigstens die Garantie, dass wir es schaffen. Was, wenn Rudi und ich drinnen bleiben? Ich möchte aber nicht sterben. Ich meine, wenn Rudi und ich auf 10% ist das meist so ungefähr 25% waren. Brauchst nicht. Wir können auch abhauen. Ja, lass uns nachdem abhauen. Er gefressen hat. Wenn er gegessen hat, richtig. Wo hast du denn den Orb gesehen, Kalle?
Der flog ja immer unter der Lampe her. Also ich sehe kein Orb. Also ich habe dann auch ganz klar gesehen. Ja, glaube ich dir. Hätte es auch eine Mimik sein können noch? Ne. Ne, wegen Buch. Mimiks können nicht schreiben. Ja gut, ich sag mal so, ne? Die meisten schreiben auch nicht wirklich was rein. Soll ich nochmal reingehen, um ein Foto vom Buch zu machen? Das Kannst du haben wir gerne ja gar machen. nicht. Wir können ja so lange. Nehmen wir höchstens eine Pille. Brauchen wir noch irgendwas fotografiert? eigentlich nicht. Weil den Geist, wenn du ihn kriegst. Wie heißt er? Kevin? Irgendwas. Nee, das ist. Kevin war der Dämon. Nee, der Oni. Das ist Steven Nilsen. Nilsen. Hat das gezählt? Ja. Jetzt fress doch. Ach, Steven, bist du magersüchtig oder was? Friss doch die scheiß Kekse. Die sind sogar vegan und glutenfrei. Ich wollte gerade sagen, haben wir darauf geachtet, dass die glutenfrei sind? Ja. Gehen wir mal rein, ob wir gucken, ob ich ein bestes Foto vom Beschwörungskreis kriege. Bis jetzt haben wir nur zwei Stellen davon. Ist der vielleicht gewandert? Werf mal eine Pille rein und geh noch mal mit dem Freesometer checken. Wohl. Will ja eigentlich nicht. Ja, wir brauchen ja keine Gefriertemperatur. Ja, ist aber noch 2 Grad hier. Die Kekse mal ein bisschen mehr im Flur gestellt. Ja, Da der ist der Mann. Orb. Guck mal so Mitte des Flurs da. Sehe ich. Ja, der mein Foto nicht als Fünfer gezählt, ne? Mal Licht an. Ist doch was. Vielleicht, wenn du drin bist, kannst du die Kekse noch mal ein Stück weiter in den Flur stellen? Adam Circle fotografieren. Der zählt kein zweites Mal die Fotos. Auch nicht als Sterne? Nein. Ja, mach ich. Mach ich ein paar Martinshorn mit. Wo hast denn die Kekse hin? Oh. Der hat Wasser angemacht. Ah, vielleicht wäscht er sich vor dem Essen noch die Hände. Ah, das wäre auf jeden Fall vorbildlich. Nicht, dass er noch an irgendeiner Krankheit stirbt. Ne, eine Dusche hat er so angemacht. Kriege ich eigentlich Punkte, wenn ich die Dusche fotografiere? Ja, als Interaktion. Aber ich habe keine Fotos mehr frei. Was sind die Cookies hingeladen? Ich habe ja gesagt, so ungefähr da, wo die Dots sind, da spawnt.
Titus meinst du? Ja, er hat die Tür geöffnet. Vielleicht sitzt er da ja im Schrank und zieht sich jetzt die Cookies da rein. So wie Harry das immer gemacht hat, wenn bei den Dursleys was unter den Tisch gefallen ist. Richtig. Ich würde jetzt auch so was Blödes sagen, aber wenn Cookie das hören würde und. Meinst du, wenn Harry wieder Cookie vernascht? Nein, das nicht. Vielleicht sucht er, vielleicht versucht er auch Kinder zu kriegen. Ist das eigentlich normale Milch oder 43er mit Milch? Wer hat die Mische gemacht? Cookie. Ich hoffe doch, dass da 43er mit drin ist. Meine Mische ist es nicht, da ist der Milchanteil zu groß für. Viel zu dünnflüssig. Und ich schwöre euch, wenn Ted genauso ein Essensverweigerer ist wie der Pisser gerade, ne? Hast du aber aus, da wäre ich aber mächtig möse, sage ich euch. Mächtig möse. Ei, ei, ei. Ted Bishop, das klingt ja schon fast, als wäre es ein Geistlicher. Nur wegen Bishop. Es könnte auch Ted Bundy sein. Der war nicht geistlich, außer ein bisschen geistig zurückgeblieben. Das zählt auch. Richtig müse. Ja. Ich habe einen Cookie gefunden. Oh, super. Auf jeden Fall kein Keller-Cookie. So, im Hundeschappi ist kein Cookie. Auf dem karierten Tisch liegt einer. Hier liegt einer im Elternschlafzimmer, hab mitgenommen. Schlafzimmer, was wollen die da mit Keksen? Es richtig kümmern lassen. Ja. Erstmal eine Runde Keks wichsen, ja. Ja, der war so schlecht, Kalorie. Hey, dafür stehe ich mit meinem Namen. Oh, hier ist ein Stuhlkeks. Kekstuhl. Ja, eigentlich zwei Räume. So, Hier ist der Strom ist Knochen im Elternschlafzimmer. Oh. Hier hinten im Stepmom Room. Ja, ich habe auch eine Tür gehört. Ja, das war auch die. Der hat mir die Tür geöffnet hier. Leg hier vorne den EMF hin. Dann drei oder was? Zweier. Halle. Zweier. Mein Dotz ist weg. Das ist jetzt bitter. Hier liegt ein Knochen. Ja. Ah, ich hab's wieder gefunden. Ich habe, glaube ich, direkt auch das gesehen. Wir haben übrigens auf dem karierten Tisch im Esszimmer die Tarotkarten liegen. Oh, die habe ich übersehen, aber die Keks habe ich gefunden. Das ist gut. Alle? Zwei fehlen uns. Mal so ein Geister-Dings mit und ich nehme auch so ein Geister-Wixi mit. Also der nuckelt auf jeden Fall nicht. Nö. Schon mal etwas. Zeig die Kamera in den Raum rein oder raus? Ah, da ist gerade jemand drin, okay. Ja, ich check noch die Temperatur ab. Die wegen der Das Box reagiert übrigens auf alle. Fünfer. Okay. Fünfer EMF. Das
Das kannst du sogar hören, wenn du einfach nur zuhörst. Also ich meine, wegen ihm. Kannst du jetzt bitte einmal rausgehen? Der Ja, musst reagiert du. auch auf alle. Bist du hier? Ist jemand hier? Gib mir ein Zeichen. Ich habe, glaube ich, Gaseatem. Bist du. Wie alt bist du? Bist du So männlich? Piekse fehlt doch, Bist du hast du weiblich? gesagt. Ja, ich gehe mal nach Wie alt oben. bist du? Gib mir ein Zeichen. Wir sind meistens immer an den gleichen Stellen Bist versteckt. doof. Dann müsste hier gleich einer irgendwo sein in dem Bist Raum. doof. Hier ist einer. Welche Tür? Alte? Ja, bist du. Gib mir ein Zeichen. Also hier in der Rumpelkammer sehe ich gerade keinen Ist Keks. jemand hier? Wo sind die Kekse? Where is Cookie? Ach, hier ist er doch, hinter dem Bist du? Radio. So, dann müssten wir jetzt alle haben, oder? Gib mir ein Zeichen. Ja. Also ich habe nur X. Mir ist kann jemand was anderes. Ich habe auch Ja, ich keine. versuch's mal. Oh! Fünfer. Nee, oder dreier. Kann ich nicht an wie ein Fünfer. Fünfer. Doch ein Fünfer. Ah, Fingies! Ist hier Hast du die jemand? Kamera? Oh, hier auch nochmal Fingies, wenn du möchtest. Ist hier jemand? Alle? Sollen wir gehen? Gib uns ein Zeichen. Ich hau jetzt ab, ey, anscheinend. Ja, lauf. Er macht irgendwas. Bist du ein Junge? Event. Bist du ein Mädchen? Bist du jung? Hoffentlich. Bist du alt? Ist hier jemand? Bist du hier? Ich gucke eben kurz, was Kalle. Box brauchst du nicht mehr. Super. Ich lege mal eben die Tarotkarten ab. Also so Multi-Fingerabdrücke kann man nicht machen, ne, um extra Geld zu kriegen. Das hast du gesagt, ne? Ja, die Beweise zählen immer nur einmalig. Brauche ich mir denn noch? Wenn keine Mikrofon muted. Fingerabdrücke. Orb, Dots, Geisterbuch, Gefrierterpatron. Also Gefriertemperatur habe ich bisher auch noch nicht hier, ne? Fingerabdrücke haben wir. Mikrofon activated. 5 haben wir. Was haben wir? Immer 5 und Fingerabdrücke. Ja. Also brauchen wir etwas über die Kamera, zum Beispiel Dots und Geisterwort, oder ein Buch rein und Gefriertemperaturen. Also ich habe schon so ein Thermometer dabei. Nehmen wir noch ein Buch mit. Ein Buch habe ich schon reingelegt. Ja, ist egal. Zwei Bücher sind besser als einer. Ja, Orb haben wir noch keine. Dots auch nicht. Ja, guck mal, was ich gesehen habe. Ich hab kein. Oh, fuck. War nur ein Immer, Event. einer muss nochmal reingehen, wegen jetzt, die hat ins Buch geschrieben. Hat geschrieben, ja. Ja, ist ein Meiling. Ein Lingling. Ist ein Meiling. Kekse Ja, ein sind drinne. Lingling. Ja, eben kurz Buch fotografieren noch.
Ja, Kekse sind aber drinnen, ne? Ja, Kekse sind schon drin. Ja, ich glaube, ich werde drauf gehen. Aber ich habe den Eintrag schon, also... Mein Leben ist entbehrlich. Uli, darf ich hier was sagen? Was denn? Deine Titten sehen echt gut aus. Jo, danke, fein, aber deine auch. Ja. Oh. Sollen wir jetzt weitermachen? Oh. Ja. Zeig mir noch mal dein Booty. Ach, ach, hier. Oh ja, da mit dem Teil dürftest du dich auf mein Gesicht setzen, du. Ach, dann zeig mir mal dein Booty. Hm? Oh, will ich gerne reinbeißen. Oh, hi. Hi, Kalle. Und sonst so? Oh, guck mal an, Alter, hier leuchtet es ja unter Schwarzlicht. Was habt ihr hier gemacht? Upsi. Das können wir nur wissen, ne? Es ist und bleibt ein Rätsel. Ja. Wenn wir Scooby-Doo-Monster wären, wenn ich bei euch die Maske abziehe, klingt das auch so, wenn man den Reißverschluss öffnet, oder? Darf ich eben kurz ein echt sensibles Joke machen? Ja. Pass auf, dreh dich mal um, Kalle. Rudi, dreh dich auch mal um. Ich sehe weiß! Wegen Schwarzlicht, weißt du? Oh, ich hasse mich, ohne Scheiß. Ich gehe jetzt sterben. Nein. Du brauchst den Eintrag. Friss die Kekse. Friss die Kekse. Heil dir Plankton. Halt, Moment. Passt. Wenn du die Kekse isst, zeig ich die Booty. Ja, du darfst mal anfassen, wenn du die Kekse isst. Ich glaube, ihr beide habt ihn verschreckt. Vielleicht ist er auch schwul. Callum, du musst. Oder er ist Jinso. Bei ihm funktionieren keine Traps. Achso. Komm schon, wie viele schlechte Witze müssen wir noch bringen, bis du deine Kekse frisst? Ich will nicht mehr. Ja, der versucht, den zu erpressen. Na, ja, das scheitert gerade so ein bisschen. Er erzählt einfach so lange schlechte Witze, bis er die Kekse frisst. Genau. Ja, geh mal rein, Kalle. Du brauchst ja die Mission nicht mehr. Hier kommt Santa Claus, hier kommt Santa Claus. Aber warte, ich muss auch einen Knopf drücken, ne? Vielleicht mag er auch keine Christmas-Lieder. Ja. Last Christmas, you gave me your heart. Autsch. Klang besser als das Original. Ted, ich bin menschlich enttäuscht von dir. Habt ihr Meiling eingeloggt? Ja, wir haben scheiße Meiling. Dann bloß weg hier. Ted ist echt unheimlich.